nur eine Gasse hier entfernt von unserem Yoga-Salon, dachten wir, das hier wird eine wichtige Partnerfirma für uns werden, denn es gibt hier allerhand Mittel gegen Cucarachas und gegen Skorpione, gegen Pulgas, das sind die Wanzen, ja, und Moskitos und Ratten, Mäuse. Aber es ist halt leider doch nichts geworden mit der Partnerschaft, denn es gibt hier nichts gegen Zombies und Dämonen. Also hier sind wir leider nicht weitergekommen. Wir haben uns auch mit anderen Firmen in Verbindung gesetzt, ob es Abwehrstrategien gibt gegen Zombies und Dämonen. Und tatsächlich nein, weder hier in Santa Cruz, auch in Indien, in LA und in Österreich haben wir uns erkundigt, es gibt nichts. Also Zombies und Dämonen bewegen sich mitten unter uns und wenn auch nicht per Gesetz, dann doch auf einer Ebene der Miliz, das heißt auf eigenen Betreiben, sollten wir diese Menschen von vielerlei Dingen einfach ausschließen, an ihnen vorbeigehen und am besten gar nicht. Der Weg hinter allen Wegen. Da geht es um den Sinn des Lebens, um eine Richtung des Lebens, um unser Schicksal, um unser einzelnes Schicksal und das Schicksal aller, um Geschichte der Denkstile, wie sich das Denken entwickelt hat, wie sich Geschichte an sich entwickelt, wie alles seinen Sinn erfährt, auch wenn es uns oft weniger gefällt, ja, und auch das Klassenmodell findet. Grundlegend, so evident, ja, das heißt axiomatisch. So ist dieses Büchlein der Weg hinter allen Wegen und das beste Rezept gegen Zombies und ja, vielleicht nicht gerade gegen diese Herrschaften. Da haben wir eh diese Firma und ähnliche, aber auch die Dämonen.